Kirby, 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 er ist wieder da. Kirby, 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 er ist heute der Star. Er hat viel mehr drauf, als ihr vielleicht glaubt. Kirby, Kirby, Kirby ist da. Und damit ein herzliches Hallo, Ladies und Gentlemen, hier in meinem Chaos zu einem neuen Spiel. Vorgestern frisch erschienen Kirby und das vergessene Land. Ich freue mich richtig auf dieses Spiel und wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß. Denn wir feiern dieses Jahr nämlich 30 Jahre Kirby und erleben Kirby zum allerersten Mal seit seiner Geschichte in 3D. Da freue ich mich richtig, richtig, richtig drauf. Denn, Ladies und Gentlemen, ein Funfact vorneweg. Wusstet ihr, dass Kirby eigentlich nie als Charakter wirklich gedacht war? Er war so eine Art, naja, Spielheldhalter namens Popopo. Und dann haben die Entwickler gesehen, dieses runde Etwas mit Armen ist eigentlich so geil. Es braucht ein eigenes Game. Es hat ganze 30 Jahre gedauert, bis er endlich in 3D war. Und da fangen wir jetzt an. Ich freue mich sehr. Und ihr seht, ich bin auch prepared. Geil, ich freue mich richtig drauf. Also können wir den Stein einsaugen. Gut. Ich saug jetzt alles erstmal ein. Und mache Münzen. Voll geil. Der Goldesel. Kirby, der Goldesel. Aber ist er da jetzt durch einen Zeitriss oder sowas gefallen? Weiß das jemand? Ich weiß nicht. Aber ich möchte natürlich so viele Münzen wie überhaupt möglich bekommen. Aber ich glaube, ich kann nicht höher. Wo ist es jetzt hin verschwunden? Kirby ist wie so ein kleines schwarzes Loch, oder? Auf zwei Beinen in rosa. Gut, jetzt sind wir ein bisschen im Tutorial. Also, was habe ich denn alles für Tasten? Hiermit kann ich vermutlich blocken. Aber ich kann auch wie so ein Flummi durch die Gegend springen. Sehr geil. Was ist das? Bei Kirby war bis jetzt mein Problem immer, dass es so viele Tastenkombinationen gab, die ich bis jetzt aber nicht verstanden habe. Ich hoffe, wir werden reinkommen. Gut. Einsaugen und ausspucken. Aber das Tutorial hilft uns ja beim Einsaugen und Ausspucken. Auch sehr grenzwertige Sätze mal wieder. Oh, es ist cute. Oh, ist das süß. Flupp, da war es meins. Kann ich es verdauen? Oh nein, es hat sich aufgelöst. Ich hätte es einsaugen sollen, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich damit hätte tun sollen.
Das ist so süß. Es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Mario Galaxy auf der Wii. War da der andere Gegner noch? Es sah so aus. Und es ist Apokalypse-Zeit. Auch in diesem Spiel. Oder sehe ich doch jetzt schon den Happy-Faktor? Ist geil. Und die Steine nochmal einsammeln? Bitte da lang. Ah, Freunde, es macht jetzt schon glücklich. Ja, geil. Und wir sind gleich Link Kirby. Oh, wie cool. Oh mein Gott, wie gut. Ich bin jetzt schon... Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ich lieb's. Was ist das alles hier? Was ist das? Also, warte mal. Oh, warte mal. Also, so können wir dann blocken. Das ist die Power ablegen. Und das wäre jetzt die Power wieder einsammeln. Gut, das macht er dann automatisch, wenn man drüber läuft. Also ich muss es dann gar nicht mehr einsaugen. Das Springen. Aber kann ich den trotzdem noch saugen? Nee, ne? Wenn ich die Kraft habe, dann habe ich das Schwert. Ist ja jetzt generell auch nichts Schlimmes. Aber damit schnitzelt er aber richtig durch die Gegend, ne? Voll gut. Schweben. Ah, ja. Wer Kirby kennt natürlich auch genau diese faszinierende Eigenschaft. Da war noch ein Stein. Wo zuerst hin? Was hat das gemacht? Das sagt mir jetzt auch wieder kein Mensch, ne? Okay, gut, wir sollen die Power ablegen. Dazu müssen wir es ein bisschen länger gedrückt haben. Okay, alles klar. Wow. Oh mein Gott. Ich glaube, wir gehen jetzt sämtliche Attacken einmal durch. Nein, ich wollte es nicht ablegen. Was kann ich denn jetzt? Was ist meine Power? Ah, Bomben werfen. Oh mein Gott, wie gut. Bomberman lässt grüßen. Aber ich habe jetzt hier ganz viele Bomben platziert. Okay, ich sollte warten, bis sie alle explodieren. Explodieren die irgendwann? Ich fühle mich so ein bisschen wie Bomberman. Ah. Also, wie ihr seht, sind wir ein wenig im Tutorial. Und hier haben wir auch so kleine Plattformer-Elements dabei. Finde ich es aber ein sehr, sehr charmant gemachtes Tutorial, weil es dich gleich mit in die Spielhandlung reinnimmt. Ich hasse ja Tutorials. Oh nein, die Karotte explodiert. Die einfach... Ah, komm, wir probieren's. Ja, ich will aber die Karotte haben. Ich sehe es doch, ich renn rein. Aber siehste, unkaputtbare Karotten, die sollten wir dann wahrscheinlich auch eher weniger essen. Es ist so süß gemacht. Oh mein Gott. Oh oh. Oh, sind die plüschig. Oh, ich sterbe. Das saugt jetzt kein Auto ein, oder? Really? Echt jetzt dein Ernst? Was? Kirby Car? Kirby Car mit Hut! Oh, kann ich jetzt... Was kann ich jetzt alles zerstören? Wände, oder? Also Kirby Car... Der Moment, wo jetzt sich einige von euch denken, okay, der Moment, in dem ich das Spiel verlor, als Kirby zum Auto wurde. Sag mal nicht, in dem passt einfach so viel rein. Dieses arme kleine Wesen. Ja, ich fahre mit Absicht jetzt hier überall gegen, weil ich mir noch ein paar Sachen erhoffe.
Haben wir doch einen Fuchsschwanz hinten dran? Nee, okay. Das sind unsere maroden Lichter, die da hinten dran sind. Aber kann ich nicht aus sowas irgendwie so ein Masten mit runterreißen? Ja, ich glaube nicht. Brauche ich die Eigenschaft noch? Ich behalte sie jetzt einfach mal. Oh, ist gar nicht so leicht, die Gegner zu treffen. Ah. Oh, ist das lustig. Oh mein Gott, das macht Spaß. Ah, spring. Lande, lasse. Aha, ist das gut. Warte mal, ich will noch zurückgucken. Ich hätte also gleich hier abbiegen können. Und? Brücke runter. Kirby Car. Damit steigen wir ein ins Spiel. Oh nein! Aber meinst du, hier gibt es auch irgendwelche Menschen oder sowas? Eher weniger, ne? Ausspucken! Ich habe das ganze Auto ausgeschoben. Vollstopfen. Ausspucken oder vollstopfen? Das ist dir die Frage. Ich habe immer noch meinen bombigen Partyhut. Geil, dafür gab es jetzt auch noch was. Kann ich auch das Auto abwerfen? Ist das Auto dann kaputt? Kann das Auto explodieren? Nein. Ah. Autostopfer. Nein, so soll das jetzt eigentlich nicht werden. Wobei wir mit dem Auto auch springen können. Ich dachte, hier gibt es auch irgendwas. Aber gut. Ah, guck mal, das können wir nämlich auch noch. Ich sehe doch bestimmt wieder ein paar Sachen nicht. Kann ich auch hier unten runter oder ist dann tot? Nee, können wir nicht. Hier sieht es ja echt aus, ne? Und sie sind einfach so flauschig. Gut, das riecht ja fast nach Endkampf. Ah, gut, gut, gut. Wir sind in der Battle Area. Auch blocken, ne? Und blocken da schnell sein, ist halt die Frage. Mach einfach den Bomberman.
könnte der finale kleine... Und jetzt? Befreit. Oh mein Gott, ist das süß. Es ist einfach ein gute Laune-Spiel, oder? Sagt man nicht. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diesen Waddledees? Die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft. Doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten. Unbedingt! Kirby kann nicht sprechen, oder? Wie? Du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby? Freut mich! Ich bin Elfilin! Elfilin? Oh. Elfilin! Oh mein Gott, schwirrt das jetzt die ganze Zeit mit uns rum? Aber was ist denn Elfilin für Wesen? Das hat so riesen Ohren. Vielleicht ist das auch eine Eigenschaft, mit der es uns helfen kann. So, Weltkarte. Hey, Kirby! Ja? Ah! Teammodus mit 2 Spielern. Ja gut, den kann ich euch jetzt nicht liefern. Ich bin nur ein Spieler, aber gut. Um das Abenteuer mit SP2 der Rolle des Waddledee-Assistenten gemeinsam zu erleben, wählt Teammodus im Pausenmenü und dann kriegt jeder einen Switch-Controller in die Hand. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Und da sind wir nämlich bei meiner Anfangserklärung. Ursprünglich, wie gesagt, war Kirby nicht als Held gedacht. Er war, wie gesagt, für den Gameboy-Spiel, was man damals entwickeln wollte, hat man erstmal das Level designt und brauchte irgendwie so einen Platzhalter. Da hat man einfach was Rundes mit Armen genommen und das war dann letztendlich Kirby. Und man hat es damals halt Pop-Popo genannt. Bis man ihn dann irgendwann Kirby taufte. Und als Andenken an diesen Namen gibt es nämlich noch genau die Herkunft, dass Kirby vom Planeten Pop kommt. So, jetzt seid ihr mal wieder ein bisschen schlauer als alle anderen von euch. Oder als die anderen, die ihr kennt. So, warum? Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich spring gerne ein. Falls du gemeinsam mit einem zweiten Spieler spielen möchtest, kannst du mich jederzeit über das Pausenmenü herbeirufen. Juti, so, jetzt schauen wir uns erst mal das Menü an. Fortsetzen, Team-Minus, Hauptmenü, Steuerung, Abido, Amiibo, Schwierigkeit. So. Also, Ladies and Gentlemen, bei der Schwierigkeit. Ich habe den wilden Modus eingestellt und ich finde es fantastico, dass wir hier zwischen beiden Modis wählen können. Ich zeige es euch nochmal, das habt ihr nämlich am Anfang nicht mitbekommen. Es gibt einmal den wilden Modus. Dieser Modus ist etwas wilder und herausfordernder. Dafür winken aber auch viel mehr Sternemünzen als Belohnung. Oder es gibt den frische Brise-Modus. Ein etwas leichterer Spielemodus, in dem Kirby über viel KP verfügt, perfekt geeignet für Actionspiel-Einsteiger. Das finde ich sehr, sehr gut. Diejenigen von euch, die, die Demo, so heißt das Ding, die Demo gespielt haben, haben am Ende nämlich ein paar Codes freigespielt. Aber es gibt auch einen Webseiten-Link, der ganz viele verschiedene Codes zur Verfügung hat. Ihr braucht natürlich nur eine Online-Verbindung. Das werden wir nämlich jetzt auch mal testen, wo man wie diese Codes eingibt. Ich habe selber die Demo nicht durchgespielt, aber dann können wir gleich mal gucken, ob diese Codes funktionieren oder nicht. Ich weiß nur nicht, wo wir das machen. Ob im Hauptmenü... Das werden wir doch herausfinden. Pass auf, wir gehen einfach erstmal fortsetzen, weil ich noch nicht weiß, ob das gespeichert hat. Und gucken uns die Weltkarte an. Oh, die traurige, trostlose Welt. Naturebenen. Urbane Graslande. So, und jetzt haben wir nämlich auch einen Speicherpunkt. Das ist ziemlich cool. Also, lasst uns mal nochmal in die Waddledee-Stadt zurücklaufen, ehe wir in irgendeine Welt hineinlatschen. Also, Ladies and Gentlemen, wir können uns nämlich die Stadt nämlich auch mal angucken vielleicht.
Also vielleicht, aber ich glaube, weiter können wir gar nicht laufen. Okay, Freunde, dann lass uns mal ins Hauptmenü gucken, ob wir da ein paar Codes... Ah, falsche Taste, ne? Ob wir da noch zum Abschluss ein paar Codes eingeben können. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin richtig gespannt. So, warte mal. Weil du kannst nämlich am Anfang hier sagen, ah, okay, gut, hier kannst du es deaktivieren. Aber wo man die Codes letztendlich eingibt, keine Ahnung. Das werden wir doch herausfinden, Ladies and Gentlemen. Vermutlich einfach auch das nächste Mal. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.